Hallo und willkommen zum heutigen Video über die Philips EP irgendwas. Ich muss das Video dringend machen, ich muss da dringend raushauen, deswegen heute mal ganz außergewöhnlich zwischendrin ein Video. Das ist momentan, das Erklärvideo, was ich von der Maschine gemacht habe, ist momentan das best angeschaute Video bei mir. Ich habe jetzt knapp 11.000 Aufrufe, wo ich das jetzt hier mache. Weil einfach wahnsinnig viele Leute danach suchen, nach dieser Kaffeemaschine. Und ich hätte echt ein schlechtes Gewissen, wenn viele Leute die Kaffeemaschine kaufen würden, weil sie mein Video angeschaut haben, weil ich anfangs doch sehr begeistert war von dieser Kaffeemaschine. Ich muss an der Stelle ganz klar vom Kauf abraten. Also die Kaffeemaschine hat ein paar schwerwiegende Punkte, die mich einfach so dermaßen nerven, und die muss ich euch mitteilen, weil ich habe gesagt, Philips hat Saeco gekauft, Saeco hat eine gute Brühgruppe. Nimm eine gute Brühgruppe von einem renommierten italienischen Hersteller, lass Philips Ingenieure drüber und dann kommt es dabei raus. Ich zeige es euch jetzt nach und nach, was mich stört an der Maschine. Das, was mich am meisten stört dran, ich trinke gerade Tee im Übrigen. Im Winter, ich trinke Früchtetee, also nicht so schlimm, wenn die Kaffeemaschine gerade nicht mehr im Einsatz ist bei mir. Was mich am meisten stört, da kann jetzt Philips gar nicht mal zwingend was dafür. Die EU hat vorgeschrieben, das muss euch allen bewusst sein, die EU hat vorgeschrieben, eine Kaffeemaschine muss nach einer halben Stunde sich ausschalten, um Energie zu sparen. Das macht die auch. Und ich kann momentan sagen, wenn ich da hinten Wasser einfülle, 3/4 von diesem Wassertank verbrauche ich fürs Spülen. Ich schalte ein in der Früh, stelle meine Tasse drunter, sie spült das erste Mal in die Tasse rein. Dann vergesse ich Kaffee zu machen, weil ich irgendwo abgelenkt war, das Telefon klingelt. Dann schalte sie nach einer halben Stunde aus, spült das zweite Mal in die Kaffeetasse. Dann höre ich sie ausschalten, spülen, denke ich, ich wollte einen Kaffee trinken. Drücke ich wieder rauf, schalte sie wieder ein, dann spült sie das dritte Mal in die Tasse, schütte ich das Spülwasser weg. Stelle die Kaffeetasse drunter, mache einen Kaffee, bin gerade fertig mit dem Kaffee, denke, oh, jetzt wäre ein zweiter Kaffee gut, so nach einer halben Stunde, zack, schaltet sie sich wieder aus. Da kann Philips jetzt nicht wirklich was dafür, das ist eine EU-Vorschrift. Da müssen sie sich dran halten. Ich hätte es an sich schön gefunden, es gibt ein paar Kaffeehersteller, da kann man es einstellen, wie lange es dauert. Dann sollen sie es auf eine halbe Stunde vorstellen und irgendwie ein geheimes Menü verstecken, dass man es auf eine Stunde oder so wieder hochdrehen kann. Sie ist halt nur mit Spülen beschäftigt. Nichtsdestotrotz, obwohl sie spült, sie ist permanent dreckig, sie verliert alle möglichen Kaffeepulver in alle Richtungen. Aber wir fangen mal vorne an. Ich habe gesagt, das Ding da oben hat ein Aromasil, was ich total toll finde, weil dann die Kaffeebohnen frisch bleiben. Ich zeige es euch mal ganz kurz hier jetzt. Man sieht es auch ganz gut, glaube ich. Da fehlt es rundum um 2-3 mm, also von dem Seal, dass das irgendwie ein Deckel ist, der wirklich dicht rauf geht und dicht abschließt. Da sind wir weit, weit weg davon. Ja, was stört mich besonders? Oben der Kaffeebehälter, wie gesagt, dann gehen wir einfach in der Prozesskette weiter. Ich mache mir einen Kaffee und das Wasser geht aus. Oder ich mache mir einen Tee und das Wasser geht aus. Die Maschine, ich habe es jetzt auch mal versucht zu filmen, die Maschine trägt diesen Sensor da hinten nicht mehr ab. Es gibt so Momente, da fragt sie den Sensor, oder ich weiß auch nicht, wie es das da hinten macht. Sie fragt es einfach nicht ab und dann läuft die Pumpe leer. Dann tackert das Ding vor sich hin, bringt Warnungen, man muss wieder die Pumpe neu befüllen. Mir ist das schon passiert, dass dann hier Dampf rausgespritzt ist und die Tasse übergeschwappt ist in alle Richtungen und so. Das ist total ungünstig. Damit kann ich nur leben, muss halt immer genug Wasser drin sein, dann hat man das Problem schon mal nicht. Dann der Kaffeeauslass hier unten, das Ding geht nicht auseinander, ich weiß nicht, wie man das Ding, also das geht schon mal grundlegend nicht runter, das habe ich irgendwann mal auseinandergebaut gekriegt, das ist irgendwie geklippt auf der Seite, also mit so Clips, die dann irgendwann mal vermutlich abbrechen werden, und dann ist man immer nur hier und man kann hier nicht weiter auseinanderbauen, also man hat keine Möglichkeit, das hier zu putzen. Nicht vernünftig, man kann es nicht, also man kann es nicht einfach unter das Waschbecken halten oder in die Spülmaschine hauen. Jetzt sagt ihr, naja, die spült ja 3/4 vom Tank, dann brauchst du das ja nicht, Hajo. Ja, genau. Ich habe euch jetzt hier mal versucht zu filmen, wie der Kaffeeauslass bei dieser Maschine funktioniert. Grundsätzlich läuft der Kaffee de facto, die Hälfte läuft gerade runter und die andere Hälfte
läuft so über die Seite, das heißt, da bleibt seitlich immer Kaffeerest kleben, permanent, das wird immer mehr und mehr und mehr und man muss da immer mühsam versuchen, ihn irgendwie runterzukriegen. Es ist ein Zustand. Ja, dann habe ich meinen Kaffee fertig gemacht, das Kaffeepulver landet hier drin, ein Presta-Behälter. Und die haben es nicht geschafft, das so zu konstruieren, dass das Wasser im Wasserauffangbehälter landet. Also schon, das Wasser landet schon auch im Wasserauffangbehälter. Aber sie haben es nicht geschafft, dass dieser Tresta-Behälter hier trocken bleibt. Das heißt, hier drin, im Tresta-Behälter, man sieht es eh ganz gut, da schwimmt das Wasser. Und auch der Tresta-Behälter unten ist nass. Das heißt, jetzt mal, wenn man diesen Tresta-Behälter ausleeren versucht, hat man irgendwo hinten eine Tropfspur hinter sich, auf dem Weg zum Kompost oder zum Mülleimer. Also warum sie das nicht geschafft haben, ist für mich gänzlich unerklärlich. Der Tresta-Behälter ist auch innen so verwinkelt, dass man nicht wie bei der Saeco ein Küchentuch oder so reinlegen kann, dass der einfach grundsätzlich sauber ist. Also man muss den eigentlich, nachdem man ausgelöst hat, auch immer mit Wasser auswaschen. Weil sonst, ja, ich meine, der ist ja auch unten nass, hier wächst überall Zeugs. Also dritter schwerer Mängel, den ich befinde. Einmal, dass das da oben nicht dicht ist, einmal, dass ich hier permanent irgendwie einen Dreck drin kleben habe und einmal, dass der Tresta-Behälter nass wird und einfach, ja, nicht das tut, was er soll. Dann, ich sitze hier auf dem Tisch, hier hinten drin, ich habe es euch auch nochmal versucht zu filmen, da fallen irgendwelche Kaffeeteile daneben, die fangen da hinten drin schimmeln an und jetzt sagt ihr da, ja, die muss man halt putzen, die Maschine, ja. Wer putzt denn da hinten rein, nachdem er das rausgemacht hat mit einem Küchentuch, wer fährt denn da hinten rein und holt denn da hinten drin diese ganzen Kaffeebohnen raus, die daneben gefallen sind, die oben an der Maschine kleben, wie man jetzt hier in meiner Hand sieht. Also ich mache es sicher nicht, weil ich davon ausgehe, dass das Zeug da landet, wo Dinge dafür konstruiert worden sind, dass sie landen. Ja, und jetzt das schlimmste Manko an dem ganzen Teil. Ich mache mal den Wassertank weg. Ich war ja total begeistert, dass man die Brühgruppe rausnehmen kann, weil das fand ich total toll. Da kann man die nämlich putzen. Man kann die nicht putzen, die Brühgruppe. Man muss die Brühgruppe putzen, und zwar jede Woche. Denn, jetzt guckt euch das mal an. Es sind Helden. Normalerweise landet der Kaffee da oben drin. Der wird da oben reingeworfen. Dann wird er da hinten gepresst gegen das Sieb. Und dann kommt quasi hier vorne irgendwo der Kaffee raus. Jetzt ist das Ding so konstruiert, dass man sieht es ja jetzt schon, so schlimm war das bei einer Saeco niemals, nie. Jetzt ist das Ding so konstruiert, dass das halbe Pulver schon mal hier daneben fliegt, also wie auch immer das hier daneben fliegen kann. Hier ist es nass und Pulver. Wozu führt nass und Pulver, ihr wisst es genau. Und auch hier unten, überall, hier unten, auf der ganzen Unterseite, überall, befindet sich Pulver. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Wenn die das wollen würden, dass da überall Pulver landen wird, würden sie es auch nicht hinkriegen. Jetzt war das Ding anfangs ultimativ gefettet. Das muss ja auch gefettet sein, damit es gängig ist, leichtgängig ist. Jetzt klebte das Pulver überall. Ich blende euch mal ein Foto ein. Nach 2 Wochen hat das Ding so ausgesehen wie auf dem Foto. Das war komplett verschimmelt. Ich musste hier überall, ich habe erstmal, obwohl man es nicht darf, mit Seife und mit einem Schwamm und mit einer Bürste das ganze Fett runtergebürstet, das da so massiv drauf war, weil einfach überall Kaffeepulver geklebt ist und man hatte keine Chance. So, jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Jetzt hat man hier drin überall die Kaffeepulverteile liegen. Ich habe es jetzt eine Woche, also ich rede jetzt von einer Woche, wenige Kaffees. Ich habe jetzt in dieser Woche wenige Kaffees getrunken. Man hat jetzt hier überall die Kaffeepulverreste, guckt es euch an, und da hinten fängt es schon wieder an leicht zu schimmeln. Man hat schon wieder leichten Schimmel drin. Man muss das wirklich, wirklich, wirklich einmal in der Woche putzen, und zwar überall hier hinten. Und wenn man jetzt mal guckt, das ist ja nicht nur, komme ich da irgendwie ran, nicht nur eine Kante, das ist ja hier hinten nochmal ein Absatz rein. Das ist jetzt auch nicht so gemacht, dass man da einfach mal mit einem Schwämmchen drüber wischt. Da braucht man irgendwie einen Pinsel. Oder was auch immer, was mittlerweile auch gar nicht mehr mitgeliefert wird. Früher wurde das ja auch mal mitgeliefert. Dann hat man hier ein Scharnier, ein Deckel. Überall hier bleibt das Kaffeepulver hängen. Also das ist nicht so, dass man da einfach drüber wischen kann und dann ist das sauber. Nee, das macht richtig, richtig viel Arbeit, das Ding einmal in der Woche, weil sonst schimmelt es weg, wie auf dem Bild, einmal in der Woche zu putzen. Und weil es da unten noch nicht getan ist, auch hier oben haben wir natürlich Reste, die überall kleben.
Hier nochmal der Kaffeepulverauslass. Hier müssen wir natürlich auch überall putzen und zwar, wie gesagt, einmal in der Woche, damit das Ding nicht schimmelt. Hier hinten sogar auf der Antriebswelle kann man erkennen, haben wir Kaffeepulver drauf. So fliegt das Ding komplett überall daneben, das Kaffeepulver. Hier unten beim Wassereinlass, überall landet es, wenn man putzt. Also wenn man das da rauskriegt, man kann es dann zwar da unten in das Loch reinputzen, sage ich mal, dann landet es in der Auffangwanne. Will und kann da jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Also wie gesagt, von mir ganz klar, kauft das Ding nicht. Ich versuche das, glaube ich, jetzt auch irgendwie meistbietend bei eBay zu verkaufen oder was auch immer, weil da mache ich mal lieber einen Filterkaffee, ganz ehrlich gesagt. Also ich hoffe, ich habe jetzt mit dem Video nicht zu viel Negatives gesagt. Ich meine, ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist es einfach ein Montagsmodell und bei euch ist das alles nicht so schlimm wie bei mir. Was ich machen werde, wahrscheinlich verkaufe ich es Ihnen. Ich habe es jetzt schon hier stehen. Der Espresso ist ausgezeichnet, der Kaffee ist okay. Also man kann das Zeug schon trinken, was da unten rauskommt, wenn es halt nicht gerade voller Schimmel ist. Ich werde vermutlich das Teil auseinanderschrauben und werde ein ESP einbauen. Schauen wir mal, wie weit ich da komme. Habe noch keinen Plan, wann genau ich das mache, aber ich werde da vermutlich ein ESP 32 oder sowas einbauen, einfach mal, damit ich da mit dem Handy ein bisschen das steuern kann oder auch irgendwie dem vorgaukeln kann, dass er nicht alle halben Stunden abschalten soll und so. Ja, ich habe jetzt an sich ein ruhigeres Gewissen, weil wie gesagt, das Video wurde so oft angeschaut und ich hätte echt ein schlechtes Gewissen, wenn jetzt da, keine Ahnung, 10 Leute das Teil kaufen, weil sie mein Video angeschaut haben und danach kriege ich böse Kommentare oder was auch immer, weil alle sagen, hallo, was hast du denn da gezeigt? Ja, vielen Dank Leute fürs Reinschauen. Abonniert, damit ihr nicht diese zwischendrin Videos verpasst. Es gibt immer samstags ein Video und mittlerweile auch ab und zu zwischendrin eins. Schöne Zeit euch, bis bald.